Hallöchen YouTube, ich bin's wieder, euch Matze85RP. Wir machen hier jetzt weiter mit unserer Gerstenernte. Wir werden jetzt den ersten Schwung Gerste hochfahren zur. Wie ist der? Mühle? Anschließend werden wir uns gleich mal darum kümmern, dass wir unser Sägewerk weitermachen. Wie gesagt, ich will heute noch einiges schaffen hier in der Staffel und daher müssen wir halt uns mächtig lang hin wirtschaften, dass wir auch was schaffen hier noch. Wir hatten im letzten Part noch angefangen, Hackschnitzel zu laden, die müssen wir noch hochfahren, gucken, was unsere Sellschaftsfabrik sagt. Wir müssen den nächsten Traktor in die Gänge bringen, aber dazu nächstes Mal mehr. Wir müssen unser Gras noch in Lagern. Eigentlich zu tun, aber wir fahren erstmal die Fuhre Gerste hoch, da wir es in der Produktion brauchen. Also werden wir ein bisschen zügig lang hin machen müssen. Die Bierproduktion braucht auch noch Wasser, daher haben wir auch reichlich zu tun. Aber erstmal werden wir hier weitermachen und in der Hoffnung, dass wir was schaffen. Wir hier zügig lang hinarbeiten und mal gucken, was wir am Ende rauskriegen. Wenn wir ein bisschen Geld einfahren, ist es gut. Wenn nicht, ist es auch noch nicht so schlimm, da wir jetzt auch erstmal auf ein neues Feld sparen. Beziehungsweise, wenn wirklich cool, dass wir mehr Milch produzieren. Daher müssen wir noch reichlich produzieren, dass wir unsere Molkerei in Gang kriegen. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr, weil wir haben unsere Gerste wieder in Gang bringen müssen und die Produktion halt noch, wie gesagt, gut. Laufen zwar, aber nicht zügig, daher müssen wir halt noch was schaffen. Quatsch, Krähe. Aber auf den Schlag, wo wir jetzt sind, werden wir demnächst noch einmal Weizen draufsetzen, dass wir dann noch ein bisschen Weizenvorrat haben. Da werden wir uns halt noch sputen müssen, dass uns hier die Produktion nicht so, im Stillstand bleibt. Also heißt es demnächst noch in der Fläche Weizen machen, weil es hier auch mau aussieht, dann wird es unter der Bäckerei mau aussehen. Daher müssen wir uns sputen, dass wir endlich auf ein neues Feld kommen und Helfer Arsch mal voll. Also werden wir schon Helfer bei uns bewegen. Und dann kümmern wir noch in den nächsten Folgen so nebenbei unsere weitere Anlagen zu füttern und wie es so läuft und eventuell noch die Bierproduktion dazu nehmen, dass die anläuft und dass wir da keine Sorgen mehr haben. Daher werden wir uns noch was schaffen müssen, in der Hoffnung, dass es durchläuft. Dass unser Gras müssen wir noch einsammeln. Ich kann mal schon Mähdrescher, ich kann mal schon. Wie gesagt, den zweiten brauchen wir uns noch nicht zu holen, weil seht ihr, was los ist. Wir schaffen das niemals abfahren, daher. Wir können es aber auch inladen, aber davon bin ich nicht der Freund. Oder wir können es auch machen so, einladen, mit dem LKW abfahren denn. So, wie gesagt, die Mühle hat auch noch zur Produktion. Da steht da drüben, ich habe mich gerade ohne was da steht. Aber wir werden uns unsere Gerste mal widmen und daher haben wir auch reichlich noch zu tun. Hier seht ihr, haben wir einen riesen Schlag hier und den werden wir diesmal wieder mit Weizen bestücken. Daher Arbeit ohne Ende.
Aber wir werden jetzt gleich noch in die Seeberg gucken, was da Losphase ist und dann Vorbereitungen machen, dass wir da Schüsse rauskriegen, das Brennstoff voll haben und sowas. Daher, wenn wir uns dann hinzaubern müssen. So, dann werden wir hier gleich mal was abschmeißen. Da könnten wir theoretisch gleich mal den anderen Traktoren schnappen, den hier. Den aktivieren, so dass der Paletten lädt. Die Bretterpaletten. Hier nicht im Stillstand kommen, daher gleich laden lassen. Wenn der hat die Palette auch so wie voll schon wieder. Den brauchen wir erstmal nicht, den auch noch nicht. Den können wir nicht aktivieren, den werden wir demnächst ansetzen. Der ist hier so leer, also werden wir den wegfahren. Dass wir nicht im Wege stehen und dann werden wir uns auch auf Tour bewegen mit den LKW. Aber erstmal richtig voll machen. Dann werden wir nämlich auch gleich hochfahren zum Sascha Fabrik. Da gucken wir, was da Phase ist und notfalls werden wir da noch ein paar Paletten hochfahren. Im Sinne, dass wir da was an Produktion haben. Wie gesagt, die Produktion darf ja nicht, soll ja nicht auf Stillstand kommen. Daher müssen wir halt noch ein bisschen hinarbeiten, bis alles voll ist. Denn wir können eventuell demnächst für Hackschnitzel verkaufen, falls die voll ist. Dass wir da einen Überschuss haben und wir haben ja eigentlich immer was zu tun auf der Karte, daher. Wie gesagt, die Bäume müssen wir umschmeißen hier drüben, weil die bei den Kartenupdate wie aufgeploppt sind, also müssen wir nochmal herfahren, die Bäume wegnehmen. Dass die uns nachher nicht im Wege stehen mit den Dreschern. Oder beim Ansehen oder Ruppern. Aber wir machen uns erstmal unsere Holzrunde fertig. Dann werden wir schon vorbereiten für, ja, wie ist das? Für wir können eigentlich theoretisch mal schnell bei der Molkerei angucken, anhalten, was da noch gucken, was da noch fehlt. Eventuell was hinfahren, was da fehlt noch. Das liegt ja auf dem Weg. Wo haben wir die Tafel? Wenn wir sie finden. Also hier fehlt noch Wasser. Wasser und Milch. Hier fehlt noch Zellstoff. Paletten ist voll. Also müssen wir nochmal eine Runde Papier hinfahren. Wie gesagt, reingucken brauchen wir nicht, weil wir noch nicht die Produktion in Gange haben. Daher gucken wir noch nicht rein, was da produziert wird. Wir fahren jetzt so hoch zur Zetscher Fabrik, gucken, was da Phase ist. Entschuldigung, das war. Ich konnte nicht so schnell das Mikro rausmachen, Entschuldigung. Der Helfer mit dem Dröscher ist auch schon mal fast voll. Aber unser Mehl wird produziert. Dann werden wir hier mal kurz rasten, weil unseren Drescher schon mal betüdeln. Dass der gleich weitermachen kann hier mit.
dass unsere Drosche hier weitermachen kann. Daher werden wir uns noch ein bisschen lang hinzaubern. Denn der hat auch schon mal 96%. 97. Und ist gleich voll. Ja, und dann müssen wir uns langsam unserem Ackerflächen wieder kümmern. Brauerei. Wasserfahren müssten wir auch noch. Gucken mal, was wir an Milch haben. Aber wir werden unseren LKW nochmal schnappen und nochmal hochfahren, was unsere Selbststofffabrik gucken, was die braucht. Daher mal schnell hindüsen. Aber die Strecke ist halt mächtig lang. Denn wir wollen halt einiges noch im Gange bringen. Wie gesagt, es läuft ja momentan. Bäckerei, die Mühle, Saatgut. Saatgut. Düngerproduktion, Mehl. Mehl haben wir ja schon. Dünger und Saatgut. Wir haben hier drinne. Oh, 360 haben wir auch schon wieder drinne. Dann werden wir gleich noch den Sprung drinnen laden. Da sind wir bei knapp 400.000. Na gut, ehrlich sein sagt über 400.000. Also noch zwei Züge, denn das Ding ist auch voll. Die Züge uns will ich hoffen. Dann kann man nämlich Hackschnitzel zu Geld machen. Das Nebenprodukt von der Anlage. Und hier sieht es aus wie... Au, wir müssen mal Papier befahren. Das werden wir auch demnächst machen. Aber nicht gleich, dann gucken wir gleich noch mal in Lager, was wir noch drin haben. Das Blue haben wir irgendwas drin. Jo, da ist noch Selbststoff drin und Kartons. Dann müssten wir demnächst das ausfahren. Da fahre ich dann aber mit dem Traktor hoch. Lass den Hänger vollladen, fahren dann permanent das Zeug weg, weil Drehpunkt abbunkern. Eben 3 Tage dauert, daher fahren wir gleich mit dem nächsten Part mit dem Traktor hoch. Machen das Lager leer, fahren das Zeug breit in die Anlagen, in der Hoffnung, dass wir dann endlich mal demnächst die Flächen runterkriegen, so dass wir unsere, wie ist das, Obstanlage in Gange kriegen mit. Wir müssen halt reichlich schaffen bis zum Umfallen. Daher werden wir wie Weltmeister noch fahren müssen. Aber wir werden uns jetzt noch einen Schwung Klohe Hackschnitzel, haben wir noch was im Lager gehabt? Ich weiß es nicht ganz genau. Lass uns aufladen. Wir müssen mal gucken, was wir noch überhaupt noch im Lager haben. Erst noch 47, Raps noch 112, noch 15 Sonnenblumen. Also Hackschnitzel hatten wir reichlich noch drin gehabt, aber wir sehen es schon mal, dass wir einen Drosche abtanken müssen. Daher werden wir einen Drosche abtanken und ich bedanke mich dann aber auch langsam auch für ein Ende des Basis. Jo, dann haben wir nämlich die Hackschnitzel eventuell da oben schon fertig. Daher
können wir eventuell im Verkauf einsteigen, der Hackschnitzel. Haben wir nicht so weite Wege. Aber wir werden noch zu lange warten, bis der Metrischer steht. Naja, dauert einen kleinen Moment. Jetzt steht er schon. Na, als ich dachte. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wenn ihr was da lasst, würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Matze85LP. Tschüss.